Weiter geht der Raid hier in der in dem Lager. Und wir hier noch. Ein weiteres Buch des Wissens. Wir haben eine neue Fähigkeit. Zielgenauer Axtwurf. Dazu machen wir einmal den Fähigkeitenbaum auf. Dann müsste das ja hier kommen. So, und so sieht das Ganze nämlich dann aus. Oh. Eieiei. Das ist ja was für mich, hätte ich beinahe gesagt. Verschwinden wir. Genau, so, ich will nochmal auf den Dings gucken. Da ist nämlich noch was. Irre Schände. Na, jetzt kommen wir wieder, genau. Köcher ist voll, okay. Also ich habe mir das ja auch wirklich angewöhnt, hier alles abzulooten. Ne? Das ist meistens das Schlimme daran, dass wir dann auf zwei Schlüssen trotzdem was fehlt. Keine Ahnung warum. Ich glaube, hier geht's lang, ne? Hey. Falsche Richtung gelaufen, ich Depp. So, ab zum Schiffle. Und den nächsten Point uns angucken, den wir ansteuern können. Und das hier für eine Stätte? Das sieht aus wie so ein Bauernhof wieder. Okay, aber wir nehmen ja alles mit jetzt. So, ein Kollege ist verletzt, warum auch immer. Bitte sehr. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht gebrauchen konnte, dass du dich verletzt, Mensch. Genau. Stimmt nicht so ganz, weil hier ist noch eine kleine Truhe für mich gewesen, wo Sachen Eisenerz und so immer drin sind, und ich nehme das ja immer mittlerweile wirklich mit, weil das hat mir geholfen, Stufe 6 zu erreichen von meinem Lager.
Jetzt können wir. Gucken wir mal schnell auf die Karte. Ja. Und Kette. Können wir mal auf der Karte gucken, was haben wir denn da oben? Haben wir ein Lager? Können wir da auch hin? Bin mir auch jetzt nicht. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir schon am Ende der Karte. Also, so gesehen, so eine Art End. Oh, da ist was, da ist was. Die Ecke lohnt sich. Oh, und das ist sogar ein schönes Lager. Die Idee übrigens jetzt auch mit Pfeile zu spielen ist gar nicht mal so dumm, ne? Verleih dir Stärke. Gemeinsam. Und der nächste. Und hier noch welche? Und das ist jetzt übrigens auch der geilste Part wieder so im Sinne von wegen zu sagen, nee, ich lasse meine Leute draußen, weil dann save ich die, auch wenn die mir jetzt wahrscheinlich besser... Bist du denn hier reingekommen, Alter? Eivor, hilf mir hier!
Hätte ich vielleicht mal so machen sollen. Ja, komm. Danke. Oh. Ernsthaft? Ich hab das Ding doch gehabt, Alter. Also bei dem zweiten Schuss eben. Aber egal. Im Nachhinein aufregen. Lohnt sich nicht. Ja, komm, ich helfe euch jetzt mal. Jetzt könnt ihr reinkommen. Schließlich sind wir jetzt ein paar mehr. Wir haben ja schon ein paar hier weggemeuchelt. Dein Schicksal ruft. Ich meide dich. Hier waren wir doch noch nicht. Ja. Dann schieben wir das Ganze einmal hier beiseite. Scheiße! So. Hallo? So, jetzt aber. Nichts mehr außer die Trompeten heute da. So, hier ist diesmal keine. Oh, haben wir das liegen lassen? Oh ja, hier. Das geht ja mal gar nicht. Ja, komm. Und dann haben wir wieder 55. Moin moin. Sorry für die späte Antwort. Ich bin gerade ein bisschen im Game, im Feeling. Das war's. Durch Konzentration. So, zwei Hinweise gefunden plus ein Buch des Wissens haben wir jetzt auf dem. Plus fehlen uns jetzt noch ein Stück und dann wahrscheinlich der Endkampf. Haben wir hier noch was zu machen? Nee. Und raus. So, Deli. Haben wir irgendwo noch hier Pfeile? Hier waren noch immer welche, ne? Wo er. Wollte gerade sagen. Ja, sorry fürs Umrennen. Du standst im Weg. Du standst im. Haben wir da noch was? Oh, wir können es aufsammeln. Das ist schon mal was wert, weil letztens ging das nicht. Oh, hier ist auch noch ein Baumstumpf. Nahrung brauche ich nicht mehr. Weil ich voll bin. Okay. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr löblich, dass ich volle Nahrungspackungen habe hier. Und dann bin ich auch schon wieder auf meinem kleinen Schiffle. Ach ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier was zu sagen haben oder ob die jetzt einfach nur so sind. Aber da ist zum Beispiel ein Point. Dann reisen wir mal hier hin. Wobei, brauchen wir da hin? Ach komm, wir machen es. Wir machen es einfach. Ist egal, komm. Nähren wir die Rache.
Richtig. Die Zeit ist um. Das wird uns nicht verlassen. Jesus. Ist denn der letzte hier? Ernsthaft, ich würde noch tiefer in die Büsche gehen, ey. Okay. Dann knacken wir mal die Bude hier. Brief an die Schwester. Liebste Saabt, ich hoffe, du bist wohlauf. Im Belmik Chambray geht alles seinen Gang. Onkel Schaf hat ein Lämpchen. Ich hörte von den Händlern, dass nahe eines Dorfes Druiden gesehen wurden. Pass auf dich auf und lass niemanden an dein Haar. Ich hörte, sie können es für Zaubersprüche verwenden. Die Liebe an dich und die deinen Ortlaid. Ich glaube, so heißt der Name. Ich bin gerade nicht sicher, ob er so ausgesprochen wird, aber ich glaube. Das ist übrigens geil, das ist mein ganzer Proviant. Komplett voll ist. Haben wir hier noch was? Nee. So, nein. Reisen, denke ich mal. Dahin. Genau, da. Und ich vermute mal, sag mal, so, jetzt hier rum. Und hinter. Ich auch geil, ne? Das da in der Mitte noch so, aber da ist schon mal nicht. Oh, da hinten ist noch ein Lager. Ha! Aber erstmal schnappen wir uns da. Haltet eure Waffen fest. Ohne Druidenbude. Läuft hier keiner mehr rum? Proviant ist noch voll. Meine Kollegen geht so gesehen immer noch gut. Okay, hier können wir nicht lang. Ah!
Noch ein ohne Fahrschein. Da haben wir nur wieder das Schweinchen, hätte ich beinahe gesagt. Oh ja, da ist eine, ist lustig, ne? Da ist eine Treppe und ich kletter daneben. Ups. Was ist hier los? Endlich mal wieder mit meiner Nahrung anzufangen. Oh, komm her. Ich helfe dir. Danke, Eva. Mach ich doch schon. Ich bin doch schon da, Mensch. Komm, wir brechen das noch schnell auf hier und dann... Na komm. Lauft ihr noch rum, Alter? Okay, dann gleich.